Ist euch auch aufgefallen, dass irgendwie jeder YouTuber in so einer Findungsphase ist? Zum Beispiel der Angiga, jetzt hat er wieder Minecraft im Boot, keine Ahnung. Darum soll es auch heute gehen. Ich habe euch gefragt, welches Thema ihr haben wollt und ihr habt echt mit der Mehrheit dafür abgestimmt und ja, deswegen geht's ja jetzt drüber. Ich bin noch ein bisschen krank, irgendwie keine Ahnung. Ich werde gerade krank, deswegen will ich das Video eigentlich nochmal relativ schnell machen. Also entschuldigt, wenn ich nicht so motivierend rede. Und zwar, es gibt nicht mehr dieses eine Spiel, was wirklich jeder spielt und was man halt auch durchgehend bringen kann, das halt nie langweilig wird. Das war ja lange Zeit Minecraft, das wisst ihr alle. Habe ich auch übelst lange gespielt und hat auch übelst Bock gemacht. Jetzt ist nur so, dass Minecraft immer abgeflacht ist, ja auch okay. Aber welches Spiel soll denn wieder so eine Community herstellen und ja, so cool sein? Und dafür habe ich jetzt hier ein paar Kriterien aufgeschrieben. Ja. Erstmal, um ein Spiel wirklich, um das wirklich mega geil zu let's playen können, muss eine Gemeinschaft haben. Ja, einfach eine Community, die zusammen ist und jeder kennt sich, weißt du. Das war echt krass. Dafür würde ich Minecraft ein Plus geben, Fortnite ein Mittel, weil ja, ist halt eine ziemlich große Community und man kennt auch nicht jeden und so. Und ja, als nächstes habe ich die offene Welt. Da Minecraft auf jeden Fall immer nur generiert ist und vorher hat man ja diese Map und die verändert sich nicht. Also ich finde das immer ein bisschen, ja, ist immer gleich, ne? Ist immer gleich, da springt man ab, dann ist da tiltet und ja, dann ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da habe ich noch bei MC viele Arten, es zu spielen. Ja, man kann Survival Games spielen, man kann wirklich die Community hat da so viel draus gemacht, das ist unglaublich. Man konnte 4 Jahre lang Let's Playen, hat super viel Spaß gemacht. Bei Fortnite habe ich da ein mittelmäßiges gemacht. Weil es gibt halt diese Modis und man knallt sie halt einfach nur ab. Das ist das komplette Spielprinzip. Und wie soll man da denn irgendwie ein Jahr lang YouTube mitmachen und ich habe ein Video, okay, ich habe 2 Fortnite-Videos gemacht und weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Weißt du? Bei Minecraft ist es nie passiert. Nie nach 2 Videos. Boah, man könnte noch so viele geile Sachen machen, aber ja, Leute. Dann habe ich nämlich als nächstes immer neue Updates. Da habe ich bei MC mittelmäßiges gegeben, weil es gibt immer neue Spielmodis. Also früher war das so. Und jetzt kommt das Aquatic-Update. Also habe ich so mittelmäßig gegeben bei Fortnite. Ja, weil jetzt gerade noch ein bisschen frischer ist, natürlich ein Plus, kriege ich viele Updates. Und nämlich habe ich bei MC das Ausschlaggebendste. Spaß und eine Langzeitmotivation. Das ist bei MC wirklich echt krass. Man konnte wirklich tagelang auf einer Survival Map spielen. Man konnte das alles let's playen. Oh, das war echt schön, Leute. Und bei Fortnite habe ich ja so mittelmäßiges gemacht, weil, wie gesagt, es ist halt so, dass jeder halt immer das Gleiche macht. Man knallt Leute ab, da verändert sich nicht viel und ja, das ist für mich irgendwie ein bisschen, ja, komisch, weißt du? Das ist jetzt hier das Spiel, was doch am nächsten an die Kriterien reinkommt. Seid ihr meiner Meinung? Weil, deswegen ist jeder gerade in der Erfindungsphase. Es gibt nicht mehr dieses eine Spiel, was jeder spielt, sondern jetzt macht man ein bisschen hier dieses Spiel, ein bisschen dieses Spiel. Schreibt mal bitte eure Meinung in den Kommentaren rein. Würde mich übelst interessieren. Und vielleicht auch ein Spiel, was ihr da gut einordnen könntet. Einfach dann hier die Kriterien wieder ausschreiben und dann da ein Plus oder ein Minus oder so ein, ja, so ein mittelmäßiges machen. Ja. Ich weiß einfach echt nicht, was ich bringen soll. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein paar Best-ofs machen von ein paar Kollegen und so. Ich habe jetzt auch Ferien. Also, ja, könnte ein paar Videos erwarten, aber jetzt bin ich erstmal bei meinem Vater. Das heißt, ich kann da auch nicht so viel aufnehmen. Ja, Leute, das war's. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Oh.